Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Auch nach einer Nacht drüber schlafen wird das Ergebnis nicht schöner. Es ist schade, dass wir in den Bayerischen Landtag auch im zweiten Anlauf nicht eingezogen sind. Die 2,1% sind eine Enttäuschung, ohne Frage. Aber ich bleibe auch bei dem, was ich gestern Abend schon gesagt habe. Wir werden uns von diesem Ergebnis nicht entmutigen lassen. Und wenn ich die Reaktion aus der Partei heraus seit gestern Abend mir vor Augen führe, dann habe ich daran auch keinen Zweifel. Wir sind, ich habe das betont, nach wie vor in einer Außenseiterrolle. Das betrifft nicht nur Bayern, sondern auch andere westdeutsche Flächenländer. Es braucht Zeit, politisch vor Ort Verankerung zu finden, aufzubauen, die Parteistruktur, die kommunale Verankerung. Daran werden wir auch in den nächsten Jahren, auch in Bayern und darüber hinaus, arbeiten. Keine Frage, die Genossinnen und Genossen, die vor Ort Wahlkampf gemacht haben, haben es verdient, hätten es verdient, in den Landtag einzuziehen. Und selbstverständlich hätte es auch die CSU verdient, uns endlich als Opposition auch im Landtag genießen zu können. Nun muss sie ja noch ein paar Jahre darauf warten. Wir werden den Kopf nicht hängen lassen und vor allen Dingen mit Blick auf die nächsten 6 Tage alle Kräfte mobilisieren. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt, den ich ansprechen will. Nach der Bayernwahl ist vor der Bundestagswahl. Die Ziellinie ist vor Augen. Am Sonntag ist Wahl. Ich bin sehr sicher, dass wir am kommenden Sonntag ein gutes Ergebnis für die Linke sehen werden. Dafür sprechen nicht nur alle Umfragen, die in den letzten Tagen und Wochen veröffentlicht worden sind, sondern auch unser Wahlkampf. Und die Resonanz, die wir darauf bekommen, ich will einen für mich wichtigen Punkt ansprechen. Wir haben im letzten Monat alleine hier im Parteivorstand 550 Neueintritte in die Partei verzeichnen können. Wenn ich die Neueintritte hinzunehme, dazu habe ich noch keine genaue Zahl, die in den Landesverbänden und bei den Kreisverbänden direkt eingehen, liegt die Zahl noch mal deutlich höher. Aber schon diese 550 sind eine sehr gute Zahl verglichen zu Zeiten außerhalb der Wahlkämpfe, die nicht nur mir Mut macht, sondern ich denke auch der Partei. Und sie ist vor allen Dingen für mich auch Beleg dafür, dass wir mit unseren Themen richtig liegen, die wir in diesem Bundestagswahlkampf nach vorne stellen, dass wir mit unserer Kampagne, die wir im Moment bundesweit einsetzen, richtig liegen und dass wir bei Wählerinnen und Wählern Vertrauen genießen. Mich freut diese Entwicklung ohne Frage und sie ist auch Beleg dafür, dass wir für viele Menschen nach wie vor das Original sind beim Thema soziale Gerechtigkeit und das ist einer der entscheidenden Punkte auch für die Kommunikation für die nächsten Tage bis zum Wahlsonntag. Wer einen gesetzlichen Mindestlohn möchte, von dem man in Würde leben kann und der vor Altersarmut schützt, der muss am Sonntag die Linke wählen. Wer eine Rente will, von der man in Würde leben kann, muss die Linke wählen. Und letztlich, wer möchte, dass der Osten eine hörbare Stimme im Bundestag behält, muss am Sonntag die Linke wählen. Kurz, wem es mehr als um einen Machtwechsel geht, sondern um einen Politikwechsel nach der Bundestagswahl, muss am Sonntag seine Stimme für die Linke abgeben. Darauf werden wir in den nächsten Tagen, die uns noch verbleiben, immer wieder hinweisen und mobilisieren. Und ich bin optimistisch, dass ich Ihnen am Sonntag gegen 18.15 Uhr etwas anderes sagen kann als am vergangenen Sonntag 18.15 Uhr.